In diesem Video geht es um das wunderbare Klapp-Faltrad von KTM, von heimischen Hersteller KTM aus Mattighofen, Oberösterreich in der Nähe von Salzburg. Sehr, sehr kleines, kompaktes Faltmaß. Das schauen wir uns gleich gemeinsam an, wie wir das Rad klappen. Und jetzt am Beginn des Videos zeige ich mir grob die wichtigsten Details, die wichtigsten Essenzen dieses E-Bikes, dieses Klapp-E-Bikes. In der Mitte nehme ich sie dann mit. Also zuerst einmal werden wir es gemeinsam klappen, dass ihr auch seht, wie klein es ist. Ich habe das Maßband vorbereitet, dass wir sie die Abmessungen anschauen können. Und zum dritten gehen wir dann in die Großaufnahme. Das heißt, ich nehme sie mit auf die Reise. Wir schauen sich alles von der Nähe an im Detail. Dies ist übrigens das Video, wo das letzte Mal so stattfindet. Ab dem nächsten Video dann oder die neuen Videos dann alle mit einem neuen Setting. Lassen Sie sich überraschen. Und gleich vorneweg, abonnieren Sie den Kanal, dann bekommen Sie auch das neueste Setting dann unmittelbar mit. Und aktivieren Sie die Glocke, dann haben Sie immer die Videos drehfrisch in Ihrem Endgerät. Und am Schluss machen wir da gemeinsam nach der Großaufnahme, machen wir da wieder in dieser Gesamtperspektive ein Fazit gemeinsam. Sie schreiben mir dann drunter in die Kommentare, kann das ein Faltrad sein, ein Klapprad? Das für Sie in Frage kommt, ist es vielleicht schon viel zu teuer, sprengt es Ihren Preisrahmen gewaltig oder sagen Sie nein, das ist toll, mir gefällt das, Riemenantrieb, Innengangschaltung, kleines Packmaß und das ist mir das auf jeden Fall wert, dass ich das gut einerseits gut in den Kofferraum reinbringe oder vielleicht sogar damit campen fahre und am Campingplatz dort wunderbar cruisen kann oder auch natürlich viel weiter in die Städte oder am Meer an die Flüsse das erkunden kann. So, vorneweg einmal mein Name, Florian Woracek. Herzlich willkommen hier aus der St. Pöltener Innenstadt. Wir sind die Firma Red Blades, spezialisiert auf E-Bikes, Fahrräder und Reparaturen. Und wir machen nur das, wir machen nur E-Bikes, wir machen nur Fahrräder, wir machen nur Reparaturen. Bei uns finden Sie keine Bekleidung und bei uns finden Sie auch keine Wanderstöcke oder Skistöcke oder Schuhe oder was auch immer. Wir machen nur das seit rund 30 Jahren. Man kennt schon ein bisschen die grauen Haare, oder? Aber natürlich sind wir da tief im Thema drin, haben eine breite Auswahl, rund 500 E-Bikes lagernd und hier auch gleich wieder der Hinweis, bei uns brauchen Sie nicht anrufen, ob was da ist oder vorbeikommen. Bitte, bitte schauen Sie am Webshop, dann sind Sie selber vorinformieren, redblades.de/webshop. Dort finden Sie alle E-Bikes, die was lagernd sind. Normalerweise haben wir rund 500 E-Bikes lagernd, aber natürlich momentane Situation 2022, geschätzt von mir, werden maximal 50%. Jetzt schaut es je nach 40 aus, der gewünschten Räder, die der Markt nachfragt, geliefert. Das heißt, hier bleibt eine große Lücke offen und auch nächstes Jahr 2023 soll es nicht besser werden, laut Auskunft der Hersteller. Also es wird eher schlechter, es wird teurer und die Komponenten fehlen trotzdem. Das heißt, wenn Sie ein Rad wollen, schauen Sie am Webshop vorbei. Bei uns haben Sie dann drei Beratungsmöglichkeiten, die erkläre ich Ihnen dann später. Bitte, bitte bei uns nicht einfach anrufen oder vorbeikommen, einen Termin vereinbaren. Wir haben nur ein kleines Team, wir haben nur ein paar Leute, die hier beraten können. Und wenn alle gleichzeitig um 3 kommen, Sie kennen es von Ihrem Arzt, wenn alle um 9 kommen, dann müssen alle lang warten und das Ergebnis ist für alle unbefriedigend. Machen Sie sich in eigenem Interesse einen Termin aus. Das Rad macht durchaus Sinn, für einen Rad einen Termin auszumachen, denn das begleitet Sie dann, sage ich mal, rund 10 Jahre. Und ich denke, da macht schon Sinn, hier ein bisschen Zeit zu investieren. Am Schluss vom Video bekommen Sie ein kleines Geschenk von mir, also auf jeden Fall dranbleiben. Und jetzt gehen wir mal in die Details, schauen wir uns mal an, was dieses Klapprad, was die Besonderheit dieses Faltrades von KTM Machina Fold ist. 20 Zoll Bereifung mit Schwalbe, Marathon Plus mit der Pannenschutzeinlage. Wir haben einen Riemenantrieb. Der Riemenantrieb, es gibt nur ganz wenige Firmen, die solche Riemen herstellen. Das ist ein Carbonriemen und man sagt dazu, das ist weitestgehend wartungsfrei. Der Riemen ist ein bisschen, wenn Sie es vergleichen mit das gleiche Rad mit einem Kettenantrieb, das ist ein bisschen teurer einfach, weil der Riemen teurer ist, die Riemenscheiben teurer sind und zum nächsten, der Riemen ist ja endlos. Da ist ja nirgends getrennt oder nirgends gestückelt. Das heißt, jetzt muss man den Rahmen geteilt bauen, damit man den Riemen einfädeln kann. Auch wieder ein bisschen aufwendigere Geschichte. Das Einzige, was wahrscheinlich einmal zu tun ist, ist ein bisschen nachspannen. Der Riemen ist schon sehr, sehr straff gespannt. Soll auch so sein. Aber einmal nachspannen und dann hält das. Also können Sie 20.000 und mehr Kilometer wahrscheinlich fahren. Dieser Riemenantrieb hat auch den Vorteil, Sie brauchen keine Kette schmieren. Es gibt ja unglaublich viele Fahrradfahrer, die nie die Kette schmieren und dann auch 8000 Kilometer ins Fahrradgeschäft kommen oder ihren Hersteller belangen wollen, weil eben die Grenze kaputt sind, die Kette kaputt ist. Ja, das ist so. Es braucht alles, wie auch wir Menschen, brauchen eine Pflege, eine Wartung, braucht auch das Rad Pflege und Schmierung. Hier in diesem Fall, wie gesagt, Schmierung können Sie dort bei den Riemen auslassen, braucht man nicht schmieren. Wir haben einen 500 Wattstunden Akku von Bosch integriert hinter diesem Deckel. Das heißt, hier schon geht der Deckel raus. Deckel lege ich mal auf die Seite. Und das Rad kommt mit einem Schlüssel. Das heißt, Sie müssen aber zum Laden
des Akkus müssen Sie den Akku nicht ausbauen. Sie können auch am Rad laden. Da unten ist eine Ladebuchse. Das Rad kommt mit einem zügigen 4 Ampere Ladegerät. Das heißt, da geht schon ordentlich was weiter. Dieser Schlüssel, meinen Hinweis, wenn Sie schon ein paar Videos gesehen haben, kennen Sie schon, oder? Was kommt jetzt? Können Sie schon mitsprechen? Das Rad wird mit zwei Schlüsseln geliefert. Ein Abus-Schlüssel mit einer Schlüsselnummer. Das heißt, diese Schlüsselnummer empfehle ich Ihnen. Bitte, bitte notieren Sie die. Oftmals ist es auch im Rad hinterlegt. Der Hersteller schreibt das rein in das Bosch-System, aber bitte machen Sie nicht andere verantwortlich für Ihre Sachen. Notieren Sie den Schlüsselnummer selber, weil Sie kennen das aus Ihrer Kindheit, oder haben Sie ein gutes Versteck gesucht und haben den einen Schlüssel irgendwo versteckt und den zweiten hat man dann verloren und man hat ihn nicht mehr gefunden. Das heißt, dieser Abus-Schlüssel unbedingt notieren. Mit diesem Schlüssel bekommen wir den Akku raus. Der Akku ist in diesem Fall übrigens vertikal eingebaut, also nicht wie standardmäßig horizontal, sondern vertikal. Das heißt, die breite Seite auf der Seite. Dadurch schaut es von oben schlanker aus. Hier haben wir einen 500 Wattstunden Akku, das heißt, da kommen schon ordentliche Reichweiten zusammen. Wir haben ja hier den Mittelmotor, den Bosch ActiveLine Plus mit 50 Newtonmeter. Das heißt, finde ich eine optimale Kombination, einerseits aus Leistung und trotzdem einer hohen Reichweite. Diese 50 Newtonmeter, nicht wundern, warum es da nicht mehr gibt. Die Achtgangschaltung, die verbaut ist, im Hinterrad, die Nabenschaltung gibt nur, Shimano gibt da nur 50 Newtonmeter frei. Das heißt, auch wenn Sie Hersteller finden, wo vielleicht ein CX verbaut wäre, dann wäre der gedrosselt auf 50 Newtonmeter. Dementsprechend haben wir einen 500 Wattstunden Akku, 50 Newtonmeter Motor und den Bosch ActiveLine Motor und den 500 Wattstunden Akku. Das heißt, hier haben wir einen federbelasteten Hebel, da können wir dann den Akku ausbauen und hier können wir den Akku direkt am Akku laden. Hier haben wir einen vollwertigen Einschaltknopf, das heißt, geht einmal das Display, das Purion Display, hat ja zwei Knöpfe drin, nicht mehr zum Einschalten. Können Sie auch, wenn Sie sich an das Video erinnern, ja, erinnern, dann das Rad auch am Akku einschalten. Von oben einsetzen, zusperren und schon ist das Rad wieder einsatzbereit. Will schon starten mit uns, aber wir gehen jetzt einmal den wichtigen Detail durch. Wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie dieses Rad zu klappen ist. Und dann messe ich mal kurz die Maße und dann gehen wir in die Großaufnahme. Soweit so gut. Pedale kann man klappen, einmal, zweimal. Dann den Lenker kann man klappen, hier jeweils ein Sicherungshebel. Klappt schön nach unten der Lenker. Schack. Und hier haben wir dann, hier sehen Sie den roten Teil, da kommen dann die zwei Teile zusammen quasi. Wir haben hier einen Freilauf, das heißt, wir haben einen Innengang mit Freilauf, das heißt, ich kann die Pedale zurückbewegen. Hier haben wir einen Klappmechanismus, Sie sehen das dann auch, wie gesagt, nochmal in der Großaufnahme. Ständer weg und das Rad klappen. So, und schon haben wir es geklappt. Das heißt, es wird relativ klein. Hier haben wir eine Länge von rund, sagen wir mal, 85 cm. Es wird auch sehr schmal. Das heißt, wenn wir dann in den Lenker, da haben wir rund eine Breite von 40 cm braucht man, damit wir hier genug Platz haben. So, jetzt packen wir es wieder aus. Nehmen wir es wieder hier hinten an meinen Tragegriff übrigens. Der Sattel kommt mit einem Tragegriff. Diesen Tragegriff kann man übrigens auch weitestgehend auf alle Sele Royal Sättel montieren. Wir öffnen den Halter, Ständer, Lenker wieder klappen, schauen, dass er schön einrastet. Hat übrigens überall Sicherungshebel zusätzlich verbaut und die Pedale klappen wir auch wieder auf. Und schon ist die ganze Geschichte wieder einsatzbereit und wir können uns draufsetzen. Den Sattel kann man natürlich auch noch vergessen, habe ich das. Kann man natürlich auch noch einsenken, dann wird es niedriger. Das ist übrigens eine Unisex-Größe, das heißt, da gibt es keine verschiedenen Rahmengrößen. Das passt für alle. Jetzt gehen wir gemeinsam, jetzt nehme ich Sie mit auf die Reise. Jetzt gehen wir in die Großaufnahme und am Schluss das Fazit. Und da erzählen Sie mir dann, kann das ein Faltrad sein oder brauchen Sie unbedingt ein großes Rad oder vielleicht ein günstigeres Faltrad. Wie auch immer, ich freue mich auf Ihre Kommentare. Auf gleich in der anderen Perspektive. Ein wesentliches Detail dieses Makina Fold 8-Gang mit Freilauf ist natürlich der Riemenantrieb. Der Riemenantrieb, Carbonriemen von der Firma Gates. Hier haben wir die Klappbahnpedale, wo wir vorher schon gesehen haben, so gehen die zu klappen und das Rad wird klein. Der hochwertige Klappmechanismus, also immer mit Sicherungs,
Hebel auch hier mit Sicherungshebel, damit da keiner einfach so das lösen kann. Schwalbe Marathon Plus 20 Zoll Bereifung mit Schnellspanner vorne, 50 Lux Busch und Müller Scheinwerfer, hier jeweils vorne und hinten die 160mm Bremsscheibe von Shimano, ein weicher breiter Sattel von Celeral mit einem Tragegriff, der Ragtime Gepäckträger für Klickkörbe und Klicktaschen, hier ist der, so hält das Rad, damit es dann zusammenbleibt, wenn sie es zusammengeklappt haben. Und hier der Bosch Aktivline Plus Motor mit den 50 Newtonmeter. Das heißt für ein Klapprad eine tolle Sache, absolut ausreichend. Ergonomische Griffe, 8-Gang-Schaltung. Und jetzt schauen wir gemeinsam das Purion Display an. Ich verlinke Ihnen oben übrigens das ganze Video vom Purion Display. Da sehen Sie die ganzen Details. Hier haben wir immer eine Kurz- und eine Langtastenbelegung, das können Sie nicht merken, das heißt schnell, Sie können in jedem Fenster immer Plus und Minus, da kommen die unterschiedlichen Unterstützungsstufen von Off, Eco, Tour, Sport und der Turbo-Modus. Lang am Plus bleiben, schaltet das Licht ein und das Licht aus, das sehen wir hier. Hinten haben wir ein LED-Licht von Toplight und vorne eben den 50 Lux Scheinwerfer von Busch und Müller. Gute Ausleuchtung. Lang am Plusblitter draufbleiben, schaltet das Licht wieder aus. Aufs Licht brauchen Sie aber übrigens keine Rücksicht nehmen, denn das Licht hat hinsichtlich der Unterstützung einen Reststrom reserviert. Das heißt, auch wenn der Akku da leer ist, leuchtet das Licht noch rund 6 Stunden. Lang am Minus bleiben, drückt man dann den Tageskilometerzähler. Hier können wir mit den beiden Knöpfen immer Reset machen und ersetzt man den Tageskilometerzähler zurück. Lang wieder Minus ist der Gesamtkilometerziel, ein neues Rad, hat natürlich noch 0 Kilometer drauf. Ja, das freut sich schon, dass Sie dann unterwegs sind damit. Diese Range ist die Restreichweite, die wird aber dann erst greifen, wenn Sie zu rund 150 Meter fahren, denn der Motor misst ja immer, wie fest tritt der Fahrer rein, wie hoch ist der Luftdruck, wie schwer ist der Fahrer, die Zuladung und dementsprechend kommen Sie weiter oder kürzer. Und natürlich auch variiert das mit der Unterstützungsstufe. Beim Eco kommen wir 132 Kilometer, aber wie gesagt, 150 Meter fahren und dann war es ja schon mit dem Purion Display. Dann haben Sie eine vernünftige Reichweite. Wir haben auch auf der Homepage den Reichweitenrechner von Bosch. Klicken Sie sich einmal durch, da können Sie die verschiedensten Details eingeben. Wie schwer sind Sie? Wo wollen Sie fahren? Wie ist der Untergrund? Topografie, geht es bergauf, bergab, Start and Stop Verkehr und dann bekommen Sie eine vernünftige Reichweite. Und das Zweite, natürlich das noch Bessere ist einfach das Erfahren, selber fahren, selber ausprobieren und Sie werden dann wunderbar wissen, wie weit geht Ihr Rad, wie weit können Sie damit fahren. Das Letzte noch, wir haben ja übrigens überall geöste Felgen, das heißt, das Rad hält auch einiges aus. Mit Autoventil ist sehr, sehr beliebt, das beliebteste Autoventil, was Sie auch beim Auto haben. Und die geösten Felgen, wir haben hier rund ein Rad, das hat 23 Kilo, höchstzulässiges Gesamtgewicht 120 Kilo. Das heißt, der Fahrer darf rund 100 Kilo haben, zumindest ist das freigegeben von KTM. Wenn sie jetzt ein bisschen schwerer sind, dann einfach ein bisschen vorsichtiger fahren, damit die heiklen Teile beim Rad sind eigentlich vorwiegend diese Speichen da. Wir haben 4x9, also 9x4 Speichenpaare, nenne ich es jetzt einmal. Da kann es natürlich sein, dass man die nachspannen muss. Die Felge ist aber eine Hochbettfelge mit Geöst, also sehr, sehr hochwertig. Das heißt, wenn es ein bisschen schwerer sind, ich sage jetzt einmal, im Bereich bis zu 120 Kilo in Summe, wird das Rad nicht zusammenbrechen, aber einfach ein bisschen vorsichtiger fahren. Soweit so gut, 23,4 Kilo, 120 Kilo höchstzulässiges Gesamtgewicht. Und jetzt gehen wir ins Fazit und dann sagen Sie mir, ob das ein Faltrad sein kann, das was Sie gerne im Camper, im Campingwagen oder in Ihren Kofferraum mitführen wollen. Bis gleich. Ja, sind Sie jetzt überzeugt? Das war's mit dem Makino Fold, mit der 20 Zoll Bereifung mit dem Aktivline Plus Motor von KTM, Mattighofen, österreichischer Hersteller, 500 Wattstunden Akku. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, das Video hat mir gefallen, oder das Video hat mir nicht ganz gefallen, aber fast gefallen, dann auf jeden Fall Daumen nach oben ist ganz, ganz wichtig. Ich sage danke dafür, dass Ihr Lohn an uns, dass wir uns da am Sonntag, heute ist Sonntag, Zeit nehmen, hier Videos zu drehen und uns in die Karten blicken zu lassen. Das heißt, ich erzähle Ihnen hier alles, was wir wissen. Ja, vielleicht wissen wir noch ein bisschen mehr, da müssen Sie halt fragen. Aber prinzipiell, wir lassen Sie da in die Karten blicken und für uns ist absolut essentiell, dass dann die Leute froh sind und eine Freude haben, wenn sie mit dem Rad unterwegs sind und das Gefühl haben, eine richtige Entscheidung getroffen zu haben. Sie finden von uns ein paar hundert andere Videos im Netz.
Vorhin schon erwähnt, bitte Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dann haben Sie alle Videos immer drehfrisch in Ihrem Endgerät, können Sie sich alle durchschauen. Klicken Sie, wie gesagt, abonnieren und die Glocke aktivieren, dann werden Sie immer erinnert, wenn es ein neues Video gibt. Gibt es über alle verschiedensten Räder, Marken, verschiedenste Marken und verschiedenste Komponenten Videos im Netz. Zum Zweiten empfehlen wir immer die Versicherung. Die Versicherung zahlt sich auf jeden Fall aus. Hier, da haben Sie immer den Diebstahl und die Reparatur immer zum Neupreis versichert. Das heißt, das zahlt sich auf jeden Fall aus für Sie. Würde ich Ihnen auf jeden Fall empfehlen. Bei diesem Rad sind wir ungefähr auf 129 Euro. Das heißt, da ist dann alles versichert, alle Verschleißteile inklusive Reifenverschleiß, auch der Akku und Diebstahl immer zum Neupreis. Damit der Diebstahl immer zum Neupreis versichert, brauchen wir ein Schloss im Wert von 49 Euro. Hier bietet sich zum Beispiel so ein Kettenschloss an. Es gibt auch die Möglichkeit, Faltschlösser zu montieren. Und dieses Kettenschloss immer ganz, ganz gut. Der Hinweis, wenn man es durch den Rahmen durch den Reifen durch und an einem festen Gegenstand befestigt, dann ist das Rad versichert und dann kann es gestohlen werden und Sie bekommen ein neues, sofern es natürlich wieder lieferbar ist, aber ja, das ist halt leider so. Wie gesagt, Versicherung, und bei der Versicherung sind Sie mit uns nicht verheiratet, da können Sie zu jedem anderen Fahrradhändler, Fahrradwerkstatt, auch wenn er kein Partner ist, hinfahren und der kann Ihnen die Reparatur durchführen, Sie brauchen nichts bezahlen und er reicht die Rechnung ein. Wenn er halt kein Partner ist, dann bezahlen Sie ihm die Rechnung, schicken Sie das zur Versicherung und Sie bekommen das Geld ersetzt von der Versicherung. Und ein kleines Geschenk, wie versprochen, unsere neueste Auflage, die 40 essentiellen Tipps beim eBay-Kauf, die fünfte Auflage mittlerweile, mehr als 10.000 Leser. Hier habe ich die gedruckte Variante rund auf 85 Seiten, sogar mehr, knapp 90 Seiten. Und es sind drinnen, es hat ein Gewinnspiel gegeben, es sind drinnen 49 Abbildungen nach dem Motto, ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte und ein Video sagt mehr als 1.000 Bilder. Hier haben Sie überall dann die Möglichkeiten, zum Beispiel Beratungsmöglichkeiten, da komme ich gleich darauf zurück. Red Blades YouTube-Kanal, Sie können dann überall, wenn Sie es in der digitalen Variante lesen, die ich Ihnen schenke, können Sie ihn oben runterladen unter redblades.at/i-book, da können Sie das kostenlos runterladen und dann können Sie sich durchklicken und schauen daheim, was wichtig ist beim eBay-Kauf und ein bisschen Gedanken machen. Also nicht einfach zum Händler gehen und sagen, empfiehl mir was und hinten nach ist der Händler wieder schuld, weil er was zu teures, was zu billiges, was zu schlechtes verkauft hat, sondern Sie müssen sich Zeit nehmen. Nehmen Sie sich Zeit, nehmen Sie sich selbst in die Verantwortung, gehen Sie das durch. Ich glaube, es zahlt sich schon aus bei einer Investition. E-Bikes kosten, ja, je nachdem, bei vernünftigen E-Bikes irgendwo 2.500 bis 12.000, haben Sie im Programm das Spitzing zum Beispiel, da kann man sich schon Zeit nehmen, damit man nachher Freude hat. Da gibt es die Bremsen, da gibt es die verschiedensten Innengangschaltungen, die verschiedensten Displays, da hatten wir jetzt das Purion-Display, das kompakte Purion-Seitendisplay, die verschiedensten Display-Varianten, da ist schon das neue LED-Remote-System drauf, das Kiox 300 mit der neuen App, ab dem Bosch-System 3, Kobi Bike zum Nachrüsten, verschiedenste Sattelstützen zum Nachrüsten, da haben wir auch ein anderes Video im Netz, gefederte Sattelstützen, Parallelogramm-Sattelstütze oder vielleicht sogar eine Sattelfernverstellung, das ist in diesem Fall nicht die, wäre in diesem Rad nicht die Wahl oder meine Wahl, aber eine gefederte Sattelstütze macht durchaus Sinn. Wie der Akku rausgeht, bei den verschiedensten Modellen, auch dazu sind Videos drinnen. Und wie gesagt, dieses E-Book schenke ich Ihnen als E-Book, die 40 essentiellen Tipps beim E-Bike-Kauf, worauf achten beim E-Bike-Kauf, und das können Sie sich kostenlos runterladen und selbst durchdeklinieren und Sie werden dann eine hochwertige, eine gute Entscheidung treffen können. Somit so gut, soweit so gut. Ich freue mich, wenn ich Sie mal sehen mit diesem Rad, wenn Sie mit diesem Rad unterwegs sind, schicken Sie uns gerne auch ein Foto und auf bald auf einem anderen YouTube-Video. Ihr Florian Woracek.